Right. No. Der war jetzt bei dem Baum, wenn er nicht weggegangen ist. Obwohl, war nicht während unseres Dialogs schon weggegangen? Gucken wir einfach. Hier unten. Hier war er. Hier. Bogenschütze. Urgiat. I have received confirmation that Lord Radric's heir was not born well. My lord has issued an injunction on all new homesteads until he can be assured that the village has been cleansed of all Aethasians and whatever other undesirables that have brought this curse upon his lands. Die Wortwahl, undesirables. Es könnte aus Amerika kommen. Ja. Und wir sind bestimmt einer von denen. It would be best if you left town as soon as possible. I would suggest returning to your old home. There will be no place for you here. You may stay at the inn until you can make the necessary arrangements, but I would not advise remaining long. I expect Lord Radric will be most thorough in his efforts to purify this place. Hm, das ist aber in Ordnung von ihm. Also ja, er war recht ungehobelt oder sowas, aber dass er uns wirklich rät zu gehen, bevor ihm befohlen wird, uns umzubringen. Weil wir halt einer von diesen Unerwünschten sind. Das ist ja unerhört. Nein. Wirklich viel Neues haben wir nicht. Also wir könnten einen Mord melden, aber das interessiert uns eigentlich nicht wirklich. Und, naja, wir könnten eine Belohnung bekommen. Ja, probieren wir nochmal. Also wir melden jetzt den Mord von dem Mann, der getötet wurde, von dem Freund von dem Mann, und der Freund von dem Mann ist jetzt zusammen mit der Frau von dem Mann. Genau das. So wie es deine Pflicht ist, was ist passiert? Dieser Mann namens Nonton hat draußen in der Wildnis seinen Freund Pearly getötet. Eine grausame und feige Tat. Wenn es sich denn tatsächlich ereignet hat, welche Beweise kannst du vorbringen? Werde welche suchen gehen. Das sind keine Anschuldigungen, die man einfach so macht. Okay. Wir haben aber keine Beweise. Wir müssten, wenn, den Dolch finden. Und der ist bestimmt auf Nonton. Oder an Nonton. Wir können uns noch mal kurz in der Höhle umgucken. Aber ich bezweifle was, dass da noch irgendwas ist. Na, schade. Das hätte vielleicht noch ein bisschen extra Gold gegeben. Also geh bitte dahin. Ja, 8 Stunden. Dann schleichen wir ein bisschen durch die Bärenhöhle und gucken mal, ob da noch irgendwas rumliegt. Vielleicht, ja was, ein Stück Kleidung von Nonton? Hier vielleicht, warte mal. Schleich. Blade in the dark. Gefaltete Notiz. Mein lieber Nonton, bitte sieh dich vor. Sei dir sicher, was auch immer passiert, ich liebe dich noch immer. Das ist ein Indiz. Das ist kein Beweis. Zumal da auch kein Name drauf stand, aber es ist halt naheliegend, wer gemeint ist, da halt Nonton mit ihr zusammen die Stadt verlassen hat. Oh. Ja, wir sind leider voll. Das ist ein wenig komisch geregelt. Also, dass wir hier einen Schwierigkeitsgrad, wie weniger Campingmaterial mitnehmen dürfen, macht Sinn. Weil dann können wir halt nicht so oft rasten in einem Dungeon. Aber es ist halt ein bisschen komisch, dass wir dann 40 Rüstungen mitschleppen können, aber nicht ein drittes Mal Campingbedarf. Aber gut, einfach ignorieren. Rein da. Und so. Keeping quiet. Genau, ganz leise. Hier ist keiner drin. Ja, oh, ist nix. Teilt euch ein bisschen auf, sucht mal den Boden ab. Yes. Ja? Nach irgendwelchen Fetzen oder Briefen oder sonst irgendwas. Oder Leiche war nix. Der Geist reagiert auch nicht mehr.
Nö. Es ist ein recht auffälliger Beweisstück da, dass es einen Mord gegeben hat und das wäre die Leiche. Ha? Also das sollte er eigentlich schon mal nachprüfen. Mhm. Dieser komische Typ da in der Stadt. Aber es ist halt kein wirklicher Beweis, dass es Nonton war. Außer unser Wort. Und wir haben eigentlich schon recht viel für das Dorf getan. Sollten die uns eigentlich vertrauen. Und halt das Indiz mit dem Brief. Das denn von der Frau von dem Ermordeten wahrscheinlich ist. Weil sie ja mit dem Nonton dann durchgebrannt ist. Also mir würde das reichen. Wenn ich die Stadtwache wäre, würde mir das auf jeden Fall reichen. Aber ich bin nicht die Stadtwache. Was war hier? Schlammiges Gemüse. Nö. Das bringt uns nichts. Ich würde von hier aus ganz gerne nochmal nach Goldtal. Wieder 8 Stunden, ja. Das heißt, die ersten könnten müde werden. Und genau deswegen wird hier auch gleich Athletik erwähnt. Ja, sollten alle so ein bisschen bekommen, damit wir länger reisen können. Das ist schon eine gute Idee. So, und jetzt hoffentlich reicht der Brief. Und wenn nicht, dann gehen wir halt runter zu dem Kompass, gehen da zu der Hebamme und erledigen ihr die Aufgabe. In der Hoffnung, dass wir dadurch Ruf bekommen. Also, die Tat an sich ist uns nicht wirklich wichtig, ihr zu helfen. Den anderen in der Gruppe war wahrscheinlich schon. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Edda fragen würden, ne, der meinte, ja natürlich machen wir es, um der Frau zu helfen. Aber ich denke jetzt Marissa und Gorn und Durance und so wird das recht egal sein. Aber wir kriegen dadurch Ruf und dadurch kriegen wir bessere Aufträge. Und allgemein ist es ganz praktisch, einen guten Ruf zu haben und dann Mist zu bauen, als einen schlechten Ruf zu haben und ne, andersrum. So, jetzt hier Brief. Nein. Auf Wiedersehen. Schade, schade, schade. Aber vielleicht treffen wir Nonton ja nochmal wieder. Dann könnten wir ihn verprügeln, seinen Dolch abnehmen und dann hier abgeben. Wobei, es ist ein Dolch mit ein bisschen Blut dran. Es ist ja nicht so, als wenn sie den gucken könnten, ne? Ja, dieser Dolch gehörte Nonton. Ich kann genau an seinem Griff eingraviert den Namen lesen. Nonton. Und das Blut? Ja, das Blut sieht so aus, als wenn es zu dem Opfer gehören würde. Es hat so einen ganz besonderen Rotton. Ja, bringt uns also auch nicht wirklich was. Mist. So. Schneller. Achso, wobei. Itch. Hallo? Hallo? Gucken, ob hier irgendwas im Wasser liegt. Ein blutiger Dolch mit einem Namen drin vielleicht. Ja, okay, dann hier runter. Was war das? Sand. Achso. Geh einfach dahin, du machst dich lächerlich, wenn du hier am Strand so rumhuscht. Hallo. Hail, Traveler. Aufra hat mich hierher geschickt. Sie sagt, du wüsstest einen Weg, um sicher zu gehen, dass ihr Kind keine Hohlgeburt wird. Ah, noch mehr von Fürst Redericks verängstigter Schar. Sie nickt langsam. Wie nett von dir, den ganzen Weg hierher zu kommen. Ja, das ist wirklich sehr uneigennützig von uns und nett. Und so. Die arme Aufra muss ja völlig neben sich stehen. Sicherlich hat sie dir etwas als Bezahlung gegeben. Bitte was? Egal wie viel, behalte es. Ah, sehr gut. Münzen kann ich nicht gebrauchen. Stattdessen musst du etwas anderes für mich tun. Ranga deutet ins Landesinnere. Im Nordosten gibt es einen Xaurib-Stamm, der von einem ihrer Priester angeführt wird. Vor einiger Zeit haben sie Tana ausgestoßen, um ihre Speer... liegen bis heute hier auf der Lauer, um sein Leben ein Ende zu setzen. Ich glaube, das haben wir schon geschafft. Der Xaurib stößt mit herabhängendem Kopf ein rasselndes Krächzen aus. Oh, armes Töftöf. Eines Tages werde ich die Vorräte holen gehen müssen und meine Gehilfen bei meiner Rückkehr erschlagen vorfinden. Wie soll ich dann noch irgendjemandem helfen? Wenn du diese Plage für mich beseitigst, werde ich alles in meiner Macht Stehende... für Aufra tun und für dich wird auch etwas dabei sein. Das ist sehr gut. Auf dem Weg hierher musste ich so nebenbei ein paar Xaurubs erledigen. Die werden euch nicht mehr belästigen. Wirklich? Du gehst mit deinen Gefallen sehr effizient um. Danke, danke. Hier, etwas für deine Mühen. Sie nickt und klatscht einmal ihre Hände zusammen. Gut,
Dann werde ich jetzt meine volle Aufmerksamkeit auf das Heilmittel für Aufra richten. Ich werde mit der Zubereitung der Mixtur beginnen, aber dazu brauche ich noch eine Zutat. Einige Spuren von den Kreaturen in der Höhle dort. Wir haben ganz zufällig ein paar Spuren mitgenommen. Warum hast du die Spuren mitgenommen? Wir sind Abenteurer, wir nehmen alles mit, auch komische Spuren und Hautfetzen und Leichenasche und so Zeug, wenn du was brauchst. Sie deutet auf einen Ort gleich nördlich ihres kurzen Strandabschnitts. Sporlinge nennt man sie. Sie stellen ein recht gutes Material dar und ich brauche es für die Mixtur. Ich habe hier ein paar. Muss ich dir hiernach noch einen dritten Gefallen erfüllen? Ja, das passt ganz gut. Fragen wir das vorher. Ranga lächelt. Ich brauche das zur Herstellung des Trankes, um den Aufra gebeten hat. Wenn du nicht helfen möchtest, dann kann ich daran auch nichts ändern, oder? How do you do? Gut, ich habe hier die Spuren. In der Tat, hervorragend. Gib mir mal einen her, dann gebe ich ihn in den Kessel. Das sollte nicht mehr lange dauern. Die Mixtur ist fertig. Bring sie zu Aufra. Sag ihr, sie soll sie vor dem Einschlafen... Sie soll sie vor dem Einschlafen nehmen, denn sie wirkt einschläfernd. Am Morgen soll sie sich dann vitaler fühlen. Sag ihr, sie soll mehr Fleisch essen, Käse auch. Der Trank wird für einen gesunden Appetit sorgen und sie kräftigen. Wenn ich mich recht erinnere, ist sie eine ziemlich zerbrechliche Frau. Moment mal, ich dachte, das wäre ein Heilmittel. Ist es indirekt auch, ja. Weil Hohlgeburt, das kann auch alles nur... Also ja, wir leben in einer magischen Welt hier. Aber es könnte auch alles daran einfach nur liegen, dass sie in total schlechter Umgebung momentan sich aufhalten. Also sie leben in runtergekommenen Häusern und Ruinen und sie haben wenig Essen, weil die Ernte schlecht war und so weiter und so weiter. Denn es ist klar, dass die Kinder, wenn sie geboren werden, nicht alle in Top-Zustand sind. Wobei, das erklärt nicht, warum das Kind von dem Redrick auch das hatte. Weil der wird bestimmt alles bekommen, was er braucht. Und seine Mutter während der Schwangerschaft auch. Was ist überhaupt in diesem Trank drin? Ich kann nicht alle meine Geheimnisse offenlegen. Ranga lächelt. Ein paar Feuchtspuren, aber das weißt du ja schon. Sie werden ihre Seele stärken und ihr die Energie zurückgeben, die sie ihr einst stahlen. Wer stahl die Energie? Es wird das Vermächtnis nicht heilen. Das kann ich dir ganz frei heraus sagen. Leiden des Körpers kann ich wohl versorgen, aber bei Gebrechen der Seele bin ich machtlos. Vor allem, wenn die Götter dafür verantwortlich sind. Ranga verschränkt ihre Arme. Das habe ich auch erklärt, aber die Leute glauben, was ihnen gefällt. Also lass sie glauben, vielleicht wird dir das helfen. Der Glaube ist eine mächtige Angelegenheit. In der Zwischenzeit wird sie sich viel besser fühlen. Und wenn das Vermächtnis ihr Kind nicht fordert, dann wird es gesund geboren werden. Das zumindest kann ich versprechen. Ja, das Problem ist nur, wenn das Kind dann nicht gesund geboren wird, sind wir schuld. Naja, wobei nicht wir, wir haben geholfen. Sie ist schuld. Du bist nichts weiter als eine Scharlatanin. Nee, ist sie nicht. Also gut, dann gehe ich besser mal. Wie versprochen, habe ich alles an meiner Macht Stehende getan. Bitte bestell Aufra meine besten Grüße. Ja, ja. Was mit dir? Rechts. Ja, wir haben den ganzen Stamm ausgerottet für dich. Ich hoffe, du bist glücklich. Das klingt auch irgendwie komisch. Oh. Ah, schade, ist doch nichts. Okay, dann zurück nach Goldtal abermals. Nach jetzt 26 Stunden hin und her gelaufen. Und trotzdem ist keiner müde. Sie werden wohl zwischendurch kurze Rasten einlegen. Du, ich würde ganz gerne zu aufrahmen. Da. Schneller Modus ist aktiv. Gut, gut. Und da wären wir. Dann mach das mal langsam und da rein.